Gehen wir noch mal ganz kurz dahin, weil da dachte ich ja, dass er der Boss ist, aber probieren wir es einfach mal. Vielleicht ist ja da der Boss. Da ist hier eine Witwe. Eine schwarze Witwe, tralali, tralala, tralalöle. So, wir müssen hier hoch, ne? Genau, hier dachte ich ja erst letztes Mal, oder was heißt letztes Mal, hier dachte ich, hier ist der Boss. Eine Wolfsspinne. Mir reicht es erstmal, wenn ich den Boss überhaupt finde. Bist du der Boss? Nee, ne, du bist nicht der Boss. Bist eine Nachtspinne. Okay, die Spinnen geben ekelhaft viel Erfahrungspunkte, to be honest. Essen noch, es gibt einen Reggae doppelt. Cool. Wo finde ich diese Boss? Nördlich der Mauer. Welcher Mauer? Hier gibt es einige. Der hier? Südwestlich oder hier irgendwo hin. Aber mal, hier ist ja die Mauer. Nie nördlich. Kann ja nur hier irgendwo sein. Das würde ja wahrscheinlich hier südwestlich. Oder hier halt. So, das sind halt so Sachen, so. Hä, okay, entweder da oder da. Ja, es sind nur Libellen, die ja auf dem hier sind. Das ist Rinde, die will ich nicht. Das ist eine andere kleine Spinne. Die will ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht. Ja, gut, du bist eine Nachtspinne. Du interessierst mich wenig, du. Chitin. Was gibt mir eigentlich das schwere Chitin? Wo bekomme ich das her? Man nicht durch. Oh fuck! Oh wow, bin gestorben. Das ist ja ärgerlich. Okay, wo bekomme ich das schwere Chitin her? Und zweitens, wo finde ich diesen Boss? Wir schlafen mal ganz kurz. Deswegen ist gleich wieder hell. Danke. Oh, kurz meinen Grabstein markieren, ne? Dahin bin ich gestorben. Schade. Da lang muss ich. Emotional Damage. Okay. Wir wollen. Ach, ich muss jetzt gedrückt halten. Wie hoch weit? Wie weit hoch komme ich? Okay, es ist okay. Ich komme ein Stück. Aber die Auswahl geht halt ratzefatz runter, ne? Jetzt mittlerweile. Die Ausdauer geht ratzefatz runter. Ich muss dann nur die Albino-Spinne finden. Aber ich weiß leider nicht, wo ich die finde. Wo bin ich gestorben? Fuck, hier ist irgendwie, sollte aufpassen. Ich glaube, da drüben irgendwo. Ja, da oben, ne? Oh, Spinni. Kannst du mir bitte nicht auf den Nerv gehen? Danke, Level 12. So, ich muss, glaube ich, hier hoch. Hat mein Grabstein? Ja, da. So, ich habe mein Zeug wieder, finde ich super. Da kommst du nicht hin? Haha. Scheißspinne. Stimmt, die kann ich ja auch ziehen. Ich weiß nur nicht, was sie brauchen. So, das halt mich auch sehr angenehm, wenn du mich fragst. So, warte mal, ich wollte mich da hinten mal umgucken, ne? Ich muss eigentlich da in die Richtung. 7. Wow. Bin ich gegleitet, bin einfach auf die Schnauze geflogen. Ich habe auch noch einen Heiltrank drin, ne? Ja, das ist ganz gut. Den kann ich auch irgendwie tamen. Da
gleich zwei von euch, das ist ja voll unfair. Weiß nur nicht wie. Ja, kommt alles mit der Zeit. Nur mal gucken. Vielleicht auch wieder im Kessel oder vielleicht irgendein anderem Gedöns drin, wer weiß. Aber hier komme ich doch wieder zu Lysandra. Aber warum sind denn hier Kerzen? Ist das ein Zeichen oder... Oh, ich glaube, ich habe sie gefunden. Oh, wo ist sie? Ich glaube, ich habe den Boss gefunden. Der ist hier. Jona hat eine richtig große Lebensanzeige. Wo ist das? Hä? Wo ist das Vieh jetzt hin? Hier war da eine richtig große Lebensanzeige. Oder muss ich hier hoch? Nee, oder? Darauf muss ich nicht. Ist sie das da? Oder habe ich es einfach nur übersehen? Das ist doch nicht hier. Aber warum sollen nicht so viele Kerzen sein? Du bist nicht die Albino-Spinne, ne? Du bist eine ganz normale Wolfsspinne, okay. Okay, du bist eine ganz normale Wolfsspinne. Und das ist doch nicht der Lebensbalken, den ich da oben gesehen habe. Hä? Bin ich gerade doof oder so? Ach, es war Rinde wahrscheinlich. Oh mein Gott. Hallo Spinne. Ja, ich weiß, ohne Leckerei, das brauchst du mir nicht sagen. Noch eine Leckerei für sie gefunden. Gleiten hier ist ein bisschen doof. Naja. Hier vorne sieht schon so düster aus. Ich gehe nochmal zurück. Ich denke mal, ich habe das Gefühl, dass das wirklich der Spot ist, wo ich kämpfen soll. Weil die ganzen Kerzen sind ja hier markiert. Also warum sollten die Kerzen hier stehen? It's a bit crazy. Oh, nein, nicht ins Wasser rein, bitte, danke. Da sterbe ich nur und sterben möchte ich nicht. Sterben ist keine Option. Wo soll denn die Spinne bitte sein, wenn sie hier nicht ist? Hier hinten vielleicht? Geht ja noch die Kerzen weiter? Oder führt mich das nur zu Lysandra, die Kerzen? Wir gehen mal da runter. Niemals diesen Container hier drin, oder? Ja, geht auch gar nicht, der ist zu. Ich weiß es nicht. Das ist der Eingang zu Lysandra? Nope. Das ist ein anderer Höhlenabschnitt. Ja, schwarze Witwe. Witwe, Witwe, was weiß ich, such dir was aus, aber du bist keine Witwe. Du bist tot! Oder vielleicht in dieser Höhle drin, wer weiß. Gucken wir doch einfach mal. Nee, das ist Lysandra hier. Okay, hier wollte ich nicht hin. Das war nicht meine Absicht, hinzugehen. Ich wette mit euch, ich war da schon ganz in der Nähe und bin einfach dran vorbeigelaufen oder so. Und oder ich habe es einfach komplett übersehen. Ah, apropos schnell, ne? Der ist weg. Wir haben keinen Winter mehr, das finde ich super.
Und ich suche ja schon bis zum geht nicht mehr. Da bin bei den Reifen, wo dachte ich vorhin. Ich will auch hier mal gucken. Scheint mir nicht so. Scheint mir nicht so. Schade. Aber du bist eine schwarze Witwe. Dich, du interessierst mich weniger. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wo genau. Ach, du bist ein Frosch. Oh mein Gott. Oder doch dahin, wo es mir gesagt worden ist, weil hin kam er, ne, Dings da, Sonnenschein, ein Herz, bla bla bla. Boah. Du hast mich aber nicht aggro, ne? Würde ich jetzt nicht so feiern, wenn ich ehrlich bin. Boah, das interessiert mich jetzt, ne? Wo ich die Rhinospinne finde. Du Frosch, du nervst dich aber jetzt nicht an, oder? Das ist mir schon klar. Wow, alles nicht hilfreich, was ein Scheiß. Ja, bla bla. Oh, Entschuldigung dafür. Boah, das hilft alles nicht. Ich geh sofort weiter. Genau, die Wespenkönigin haben wir auch schon, ja. Ja, die Rhinobella haben wir auch schon, ja, aber die will ich wissen, wie die ist. Wow, okay, wie ich mir schon dachte, es ist eine Höhle. Wow, okay. Die eine Hornisse, die davon, die wir von getötet haben. Ich will jetzt wissen, ob das ein Boss war. Aber anscheinend war das kein Boss, oder? Doch, Wespen, Hornissenkönigin. Doch, das war ein Boss. Ha! Ich habe einen Boss getötet, aber so random nebenbei. Also die Giant Albinospinne ist in irgendeiner Höhle drin. Aber in welcher Höhle? Keine Ahnung. Hä, aber das ist doch ganz woanders, als wo ich eigentlich suche. Wie lange hätte ich denn danach suchen sollen? Ah ne, die gibt es einfach nur mehrmals auf der Karte, oder wie? Laut dem soll das hier sein. Wenn ich mich recht entsinne. Ne, stimmt gar nicht. Weiter unten. Wo ist das? Warum ist das rot? Und dieser Pimmelberg hier? Hier geht es anscheinend noch weiter. So wie es aussieht. Und dahin soll sie irgendwo sein.
Ja, irgendwo hier. Gehen wir doch einfach mal dahin. Gehen wir doch einfach mal dahin. So, das markieren, das markieren, das markieren. Weg, weg, weg. Nein, weg, weg, weg. So, ich werde mal noch gucken, ob sie da ist. Nein, shit. Lass mich hier hoch, bitte, danke. So, wie spät haben wir es? 21. Oh, wait, ich muss gleich aufhören. Theoretisch noch 10 Minuten. Und dann muss ich leider schon aufhören, weil wie gesagt, ich muss morgen arbeiten und ich muss noch Handplätze morgen machen und ich will noch was essen. Wie gesagt, ist alles ein bisschen stressig. Momentan. Also laut dem Guide, den ich mir jetzt durchgelesen habe, oder angelesen, sagen wir mal, angelesen habe, sollte die Spinne in irgendeiner Höhle drin sein. Aua. Darf ich? Und da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Genau, ich bin fast in der Nähe. Jetzt hätte ich bis morgen noch nicht gefunden, hätte ich aktiv danach gesucht. Hallo, wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. So, warte mal, wo ist, finde ich denn jetzt diese Scheißspinne? Ach, ich habe keinen Leben mehr. Ich bin so gut wie tot. Sterben möchte ich jetzt nicht. Ja, ne, wie gesagt, wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. Wo ist denn jetzt wieder? Ich bin schon wieder total da vorne. Ist das da vorne eine Höhle? Laut dem Guide soll hier die Höhle. Ich bin schon gar nicht mehr in der Map drin, laut der Map. Mir geht's denn dir? Ja, mir geht's bescheiden, sagen wir es so. Wir haben momentan Sommerferien. Ich habe die Höhle, by the way, gefunden. Wir haben momentan Sommerferien. Ich bin nicht wieder 8 Stunden aktiv arbeiten und... Es geht schon an die Grenzen. Ne, sonst ja. Ja, was heißt bescheiden eigentlich? Doch, ganz okay. Und bei so, ich hab die Spinne gefunden. Hallo Spinne, Boss, hi, wie geht's dir? Oh Gott. Genau, Sommerferien. Momentan viel los, ne? Viele Kinder sind da, 8 Stunden arbeiten. Proben viel, haha. Ja, viele Wanderungen, Spielplätze oder irgendwelche Indoor-Spielplätze und so weiter und so fort. Also mir geht's schon bescheiden. Sonst, ja, ganz gut eigentlich. Oh Gott, ich möchte eigentlich die Spinne besiegen, aber ich habe Angst, die hat irgendwas mit 6... Oh Gott, oh Gott, komm nicht her! Okay, was machst du denn jetzt? Oh fuck, ich habe 6 Leben. Ja, ciao, ne? Spinne, geh weg! Ah, geh! Oh Gott! Geh! Geh, geh! Nein! Geh! Ich mag keine Spinnen! Oh Gott! Oh, let's go! Ich mag keine Spinnen! In 2 Wochen davon habe ich schon überstanden von insgesamt 6 Wochen. Also ich habe noch 4 Wochen vor mir und ja, nach der Zeit wird es mir fehlen bei dieser Arbeit. Blut. Wie soll ich die denn jemals besiegen? Die hat mir gerade einfach 30 Leben weggehauen. Ich brauche eine andere Rüstung oder einen Chitinbogen. Und definitiv mehr. Also der Gift haut auch von dieser Spinne rein. Ich brauche diesen Gengift-Gedöns. Ja. Teilweise haben sich Kinder jetzt schon verabschiedet. Die waren dann sehr traurig. Ich kann es ja nochmal erzählen. Genau. Ich kann ja kurz davon absehen. So, in der ersten Woche waren wir, was haben wir gemacht? Wir waren in Lagune, waren viel im Hort unterwegs und haben da ein bisschen gespielt und waren halt auf einem Indoor-Spielplatz in Forst. Da gab es eine lustige Situation. Was heißt lustig? Gleichzeitig auch eine traurige und eine schöne Situation, je nachdem, wie man es aufnimmt. So, wir haben die ganze Zeit mit den Kindern gespielt, mal mitgemacht, ein Bällebad. Oh, lustig, Bällebad. Ich habe mich in ein Bällebad dort reingesetzt mit den Kindern und dachte mir so, okay, chillst du einfach mal jetzt eine Runde. So, tat ich. 5 Minuten später standen 10 Kinder um mich herum, haben mich mit diesen scheiß Bällen abgeworfen. Ich hatte keine Unterstützung. Ich bin einfach gefallen. Ich möchte dazu jetzt keine anderen Witze machen. Ich bin einfach gefallen wie manch anderer.
geschichtlich gesehen. Genau. Und das war einfach nur so derbst dumm. Und dann habe ich Unterstützung bekommen. Ich war nicht mehr alleine, waren wir zu zweit gegen neun. Es war dumm. Es war einfach dumm. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin durch die ganzen Gänge damit durchgekommen mit den Kindern. Das war einfach wow. Nee, genau. Worauf ich hinaus wollte, gegen Ende des Tages kam ein Kind zu mir an. Meinte so: Ey, du, ich habe noch 2 Euro. Und ich möchte dir gerne was kaufen, weil ich dich mag und weil du immer mit uns spielst und so weiter. Nein, behalte das Kind mal lieber für dich. Und dann hat sie, meinte so, behalte, sie soll das Geld für sich behalten. Das ist tatsächlich, ist ja das Geld ihrer Mama. Und sie hat es ja für sie eingepackt. Und dann hat sie halt wirklich darauf bestanden, dass ich, dass sie mir was gerne kaufen würde wollen. Habe ich an dich angenommen, sage ich mal so, wie es ist. Genau. Am Freitag war ich nicht sehr viel los. Da haben wir auch mit den Kindern wieder gespielt und so weiter. Ich hatte Spätdienst und so. So, dann dachte ich mir so 16:30 Uhr, ist ja nichts mehr los, und zwei Kinder da, gehst du schon mal nach Hause, holst dein Zeug raus. Ich sag's den Kindern auch, hier, passt mal auf, holt schon mal dein Zeug raus und setzt euch doch schon mal, also was heißt setzt, packt eure Taschen hier hin, dies, das, Ananas. Kam das eine Kind mit Tränen raus und meinte ich so, was ist denn los, ist was passiert? Nee, ich bin einfach nur traurig, weil du bald gehst. Das muss doch nicht traurig sein. Wir sehen uns doch bestimmt irgendwann wieder. Ja, aber es war mal so toll, mit dir zu spielen und ich komme die Sommerferien nicht mehr. Doof. So, dann hat das Kind erstmal wirklich angefangen zu heulen. So wirklich dieses, so, dieses, ich vermisse dich oder Dankbarkeit, so. Ist ja gleich auch Dankbarkeit, was das Kind halt ausstrahlt. Und meinte mich einfach so umarmen und nicht mehr loszulassen. Also ich habe dann wirklich dann noch, hab mir so, okay, kannst jetzt nicht einfach gehen. Das Kind ist jetzt schon mal länger da, ausnahmsweise. Bleibst du noch? Aber es war trotzdem sehr rührende Situation, sagen wir es so. Genau, in der zweiten Woche haben wir jetzt auch nicht sehr viel gemacht. Auch wieder Lagune und Tierpark, dies, das. War ich bei beiden mit, ich war im Hort. War super langweilig. Da waren nur 9 Kinder denn da. War super langweilig. Ich sag's, wie es ist. Ja, aber es hat auch viele Situationen mit den Kindern so. Hey, ja, dies, das, bald nicht mehr da und so. Genau. Und jetzt fängt gerade die dritte Woche an. Und ich bin einfach krank. Also ich bin einfach krank. Man hört so raus, ich bin verschnupft, ich habe leichte Kopfschmerzen, deswegen mache ich jetzt auch nicht mehr lange. Leichte Kopfschmerzen und ja, bin froh, wenn ich einfach noch im Bett liege, was esse und alles fertig habe für den Tag. Das Schöne ist, was heißt das Schöne ist, leider wird mir der hier nicht markiert, das finde ich ein bisschen schade, wie beim Rino da unten. Bin schade, dass mir der Boss hier nicht markiert wird. Ich nur sollte mein. Bin ich eigentlich? Ich sehe mich auch gar nicht mehr auf der Karte, ne? Genau. Im Großen und Ganzen, ja, ziemlich bescheiden. 8 Stunden Arbeit. Macht fertig am Tag. Ich habe danach echt weniger Lust, noch irgendwas zu machen. Ja. Ja. Soweit. Ja. Ganz gut, manchmal ganz gut nicht. Also bescheiden. Genau. Was machst du jetzt noch so Schönes? Ich möchte nicht so viel von mir reden. Was machst du jetzt noch so Schönes? Also, das war es eigentlich zu mir von den letzten 2 Wochen und 1 Tag, die ich jetzt gemacht und verbracht habe. Warum kommen mir echt immer die Leute erst, wenn ich mal kurz am Ende vom Spiel bin oder vom Stream bin? So. Genau. Und sonst ja, beginnt halt in 4 Wochen meine 11. Klasse. Ich bin schon super auf. Was heißt aufgeregt? Ich bin schon super gespannt, wie ich mich schlage in der 11. Klasse. Hoffentlich relativ gut. Am Ende gehe ich mit 5,5er Durchschnitt raus. Starke Leistung. Hat sich gelohnt, die 11. Klasse zu machen. Nein, also mein Ziel ist es schon eine 2,0, 2,5 zu erreichen. Um danach weiterzukommen. Sonst, ja. Ist das eigentlich in den letzten 2 Wochen passiert? Dass ich halt weniger streame dadurch. Weil keine Zeit, weil 8 Stunden Arbeit, ich bin fertig, will schlafen, habe ich echt keine Lust danach Nachmittag noch zu streamen. Da muss ich ja mal vorstellen, ich gehe 8 Stunden arbeiten und streame dann noch mal für 3, 4 Stunden. Das ist ein hoher Zeitaufwand, den ich da habe dann. Und ich habe ja noch sowas wie ein Privatleben, was ich ganz gerne für mich habe. Wo ich auch mal nicht streame, einfach nur Videos gucken oder Serien oder dies, das. Ist das schon echt viel. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die letzten 2 Minuten voll und dann muss ich leider schon raus für heute.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du noch da bist, ob ich jetzt gerade wieder nur für mich rede. Ja. So, das war's eigentlich in den letzten 2 Wochen von mir. Noch mehr, was ich jetzt kann. Ich mache aktuell nicht viel, nur Stream gucken und Destiny 2 zocken für die letzten 3 Wochen. Destiny 2, ich habe es gesehen, dass du Destiny 2 zockst. Dann habe ich mir auch überlegt, spielst du auch mal wieder Destiny 2? Ich bin glaube nicht weit, aber Lust hatte ich mal wieder so ein bisschen. Aber ich hatte keinen Bock auf dieses, hier, du musst so dieses eine Level abklappern, diese eine, ich weiß nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich Destiny gespielt habe, war 2008 oder so. Müsste ich nachgucken. Aber Lust hatte ich auch mal wieder auf Destiny. Bloß ich habe nicht die Zeit, um neue Spiele anzufangen. Da wann gibt es Destiny? Destiny. Hab ich das letzte Mal 2019 habe ich das letzte Mal Destiny gespielt. Am 31. Oktober 2019 das letzte Mal Destiny 2. Das ist fast drei, nee, doch fast 3 Jahre her, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und da kommt der Dude hier mit einfach mal 201 Spielstunden an. Ach so. Jo, 700 Spielstunden. Ja, moin. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht und welche Updates da gekommen sind. Das ist eine halbe Ewigkeit, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, wie gesagt. Ein Level 20 stark. Installier es mir? Ich meine, die Gigabyte hätte ich. Ich bin gerade, ob ich mir einfach installiere. Mal für morgen oder so. Vielleicht probier es einfach mal. Weiß ich noch nicht. Gut, es wird eh gerade dunkel. Ich würde sagen, das ist eine gute Stelle zum Aufhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, YouTube. Falls euch mein Content gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Follow oder ein Like freuen. Das hilft dem Algorithmus sehr und mir natürlich auch, um ein bisschen zu wachsen. Vielen Dank dafür. Jetzt habt aber noch einen wunderschönen Abend, schönen Mittag und einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Das war's von meiner Seite. Ciao.